Zeuge Friedrich Althaus, Werbefachmann, 53 Jahre alt, 93. Verhandlungstag, 25.09.1964. Gerichts. Jawohl. Herr Althaus, Sie heißen mit Vornamen? Friedrich Richard. Wie alt? 53. Sie sind von Beruf? Schaufenster- und Messegestalter. Also Werbefachmann? Werbefachmann. Werbefachmann. Sie wohnen in? Mönchengladbach. Sind Sie verheiratet? Jawohl. Sind Sie verwandt oder verschwägert mit einem der Angeklagten? Nein. Nein. Althaus, ich darf zunächst Ihren Lebenslauf kurz wiederholen. Bis zu dem Moment, wo Sie nach Auschwitz kamen. Sie sind der Sohn eines Verwaltungsbeamten, sind in Mönchengladbach aufgewachsen, waren zunächst in der Volksschule und dann in der Oberrealschule bis zur Obersekundareife, haben dann Ihre Lehre absolviert und waren in diesem Beruf auch tätig bis zu Ihrer Einberufung zur SS. Zum SS-Reiterregiment. Reiterregiment. Seit wann haben Sie der SS allgemeinen SS angehört? Seit 1935. Ich war vorher im NSKK. NSKK, sind dann übergetreten zur allgemeinen SS und waren auch Mitglied der NSDAP. Ja. Nun, Sie sagten eben, Sie seien angerufen worden zum SS-Reiterregiment, das lag wo? In Tarnow. In Tarnow. Tarnow. Und Sie sind dort ausgebildet worden? Ja, als Reiter. Als Reiter, konnten aber dann nicht kriegsverwendungsfähig bleiben, weil Sie eine Magen- und Stirnhöhlenerkrankung hatten. Jawohl. Infolgedessen sind Sie wohin versetzt worden? Ja, nach Auschwitz. Nach Auschwitz. Wann? Ende 1940. Ende 1940. Wie lange sind Sie dort geblieben? Bis Ende 1944. Und warum sind Sie dort weggekommen? Ich habe mich versetzen lassen nach Buchenwald, weil in Weimar meine Familie wohnte. Ja. Sie waren in Auschwitz wo zugeteilt? Ich war Rechnungsführer von Anfang an in der 3. Kompanie und später in der Hundestaffel Birkenau. Von wann ab? Hundestaffel seit der Gründung dieser Staffel. Wann war das? Ja, wann ist das gewesen? 44, 43, ich kann es nicht genau sagen. Sie haben bei Ihrer Vernehmung ausgesagt, Sie blieben bei der Einheit, nämlich der Wachkompanie, als Rechnungsführer bis zum Herbst 1944 und wurden dann auf eigenes Ersuchen zum Keil Buchenwald versetzt. Jawohl. Also das stimmt nicht. Das stimmt. Was Sie jetzt sagen, Herr Vorsitzender, stimmt. Sie sagten, auf eigenes Ersuchen. Ja, Sie sagten aber doch, dass Sie zwischendurch auf einer Hundestaffel tätig gewesen sind. Ja, also erst die 3. Kompanie. Und später wurde die umgewechselt in die Hundestaffel. Das ist die gleiche Kompanie gewesen. Und blieben Sie da weiterhin Rechnungsführer? Ich bin weiterhin Rechnungsführer geblieben. Sodass Sie also in den Außendienst gar nicht reingekommen Nein. sind? Nun, wie Sie hinkamen nach Auschwitz, war das Lager ja noch im Aufbau begriffen. Jawohl. Sie waren dann, wie Sie eben sagten, bei der 3. Kompanie als Rechnungsführer eingesetzt. Und was hatten Sie dort für eine Aufgabe? Besoldung, Verpflegung, dann, wenn von der Heimat irgendwelche Briefe kamen, die Kompanieangehörige irgendwie Wünsche geäußert waren, musste ich beantworten. Mhm. Also auf der Schreibstube. Jawohl. Nun, sagen Sie, Ihre Kompanie ist doch zu Wachdienstzwecken eingesetzt gewesen. Ja. Und diese Wacheinheiten haben ja die äußere und die innere Postenkette besetzt. Ja. Kam es vor, dass da auch Fluchtversuche gemacht wurden? Ja.
Und was war denn da nun die Vorschrift für die Soldaten oder diese SS-Angehörigen? Die mussten ausrücken und suchen. Ja, nun also zunächst, wenn sie auf Posten einen solchen Fluchtversuch in Flagranti erlebt haben, also das im Augenblick, wenn, mussten sie doch irgendwie handeln. Wie war die Instruktion? Sollten sie die Leute anrufen oder? Ja, das ist mir nicht bekannt. Nun, ich nehme doch an, dass über diese Dinge Instruktionsstunden abgehalten wurden. Ja, die habe ich nicht besucht. Ich wohnte in Neubrunn und nach meiner Dienste, wenn mein Dienst beendet war, konnte ich nach Hause fahren. Ja, haben Sie denn überhaupt nicht an dem Kompaniedienst teilgenommen? Nein. Auch nicht bei Belehrungen? Ich habe wohl mal 2 oder 3 Besuche, und zwar durch den Schulungsleiter, Schulungsabende besuchen müssen. Naja, also das ist ja nicht wesentlich, sondern mir kommt es hier auf die dienstlichen Dinge an und dienstlichen Belange an. Sagen Sie, hatten Sie, wie Sie hinkamen, irgendeinen Revers zu unterschreiben? Ich habe nichts unterschrieben. Wurden Sie nicht belehrt über Geheimhaltung? Ja, da kann ich mich nicht entsinnen. Ich glaube nicht. Also es ist im Allgemeinen so gewesen. Aber ich habe meine Obliegenheiten als Rechnungsführer, ich hatte meine Rechnungsführerstube und habe dort meine Sachen erledigt. Und bin zu den Kompaniebelehrungen, die vielleicht nach Dienstschluss waren, bin ich nicht mehr zugegen gewesen. Nun, haben Sie etwas davon gehört, dass Angehörige des Wachbataillons Prämien bekamen oder Urlaub oder irgendwelche sonstigen Auszeichnungen, wenn sie Menschen auf der Flucht erschossen haben? Mir ist kein Fall bekannt. Gingen durch Ihre Hände auch die Urlaubsscheine? Nein, das machte der Stabsfeldwebel. Und Sie, Ihnen ist kein Fall bekannt, dass ein Kompanieangehöriger auf Urlaub fahren durfte, weil er auf der Flucht einen Menschen erschossen hatte? Wenn ich zurückgreife, entsinne ich mich, dass es mal der Fall gewesen ist. Also nach den uns vorliegenden Listen war das öfter der Fall? Ich habe da keine Einsicht drin gehabt, aber wenn ich zurückgreife, entsinne ich mich, dass ein Wachkompanieangehörige mal in Urlaub gefahren ist. Haben Sie einmal bei einer Exekution mitgewirkt? Nein. Haben Sie eine solche beobachtet? Ich habe eine gesehen, das habe ich zu Protokoll gegeben. Das ist Anfang 1940. Und zwar durfte ich nicht hin. Ende 1940 vermutlich. Ende 1940. Ja. Ich durfte nicht hin, das war Anfang des Lagers, da ist eine Sandgrube und da sind hingerichtet worden polnische Partisanen. Sie hatten nämlich noch die Uniform an. Und da wurde das Urteil verlesen in Deutsch und dann in Polnisch durch einen SS-Mann, durch einen Dolmetscher. Nun, wissen Sie, ob zu diesen Exekutionen Mitglieder der Wacheinheit herangezogen worden sind? Ja, aus der Kompanie, der ich angehöre, ist abends davon beim Antreten der Kompanie gesprochen worden und es sollten sich Freiwillige melden und die haben sich gemeldet dazu. Freiwillige? Freiwillige. Wussten Sie, ob diese Leute Sonderrationen bekamen? Das ist mir nicht bekannt. Ich habe jedenfalls keine ausgegeben. Wissen Sie, ob an sogenannten Teilnehmer sogenannter Sonderaktionen Sonderrationen bekannt? Das ist mir bekannt. Was verstand man unter Sonderaktion? Unter Sonderaktion verstand man eine bessere Verpflegung. Und nein, nicht Sonderration, sondern Sonderaktion. Ja, eine Sonderaktion, meinen Sie, die, Herr Vorsitzender, die durchgeführt wurde? Ja. Ja, da gab es eine besondere Zuteilung an Verpflegung und Schnaps. Ja. Und nun will ich wissen, was man unter einer Sonderaktion verstanden hat. Ja, Sonderaktion. Sonderaktionen gingen nicht von Seiten der Kompanie aus, sondern durch die Kommandantur. Ja, Herr Zeuge, das nehme ich an.
Ich möchte nur wissen, worin Sie bestanden. Was haben denn die Leute getan, die bei einer Sonderaktion beschäftigt waren? Die Judentransporte geleitet. Geleitet? Ja, die ankamen. Wohin geleitet? Ja, also wie mir bekannt ist, kam der Transport an und der fuhr dann in ein Lager, in das Hauptlager. Da habe ich aber keine Beziehungen zu. Ich kann das nicht recht verstehen. Der Transport kam an und fuhr dann in das Hauptlager, nämlich wie? Nach Birkenau. Nach Birkenau. Mit Autos oder mit Lastwagen oder mit... Ja. Ja? Ich habe nur Züge gesehen, die in Auschwitz am Bahnhof einliefen und dann weitergeleitet wurden. Der Zug? Der Zug. Ja, und was hatten da die Wacheinheiten zu tun, die Sonderrationen bekamen? Den Zug zu begleiten, beziehungsweise die ausgestiegenen Juden. Zu begleiten oder als abzusperren? Wache zu begleiten bis dahin. Weiter weiß ich nichts, weil wir ja keinen Zutritt dazu hatten, zu diesem internen Lager. Und wer gab diese Extrarationen aus? Das ist mir auch nicht bekannt. Da hatte die Kompanie nichts mit zu tun. Allerdings möchte ich sagen, dass in der Kompanie, der ich angehörte, keine Sonderration ausgegeben wurden, sondern diese Wachmannschaften irgendwie zu einer Sonderkompanie gehörten. Zu einer kommandierten Kompanie oder wie das gewesen ist. Haben Sie das kleine Krematorium gekannt? Das war jedem bekannt. Ja. Und was geschah denn da drin? Das kann, ja, Krematorium, es wurden Leute verbrannt, aber wir durften da nicht verweilen. Es lag direkt am Kommandanturgebäude und hatten da nichts verloren. Aber es konnte jeder sehen bzw. riechen, was da vorging. Ja, dass dort auch Menschen getötet wurden, haben Sie das auch erlebt? Das ist mir nicht bekannt. Ist Ihnen nicht bekannt? Nein. Sagen Sie mal, wenn jemand in Auschwitz, also ein SS-Angehöriger, Dinge nicht tun wollte, die da von ihm verlangt wurden, was konnte er dagegen unternehmen? Ja, er konnte Mensch bleiben, er konnte sich dagegen weigern, er konnte sagen, ich kann das nicht, so nehme ich an, denn an mich ist das Ansehen nie gestellt worden. Ja, und wieso nehmen Sie dann an, dass diejenigen, an die das Ansehen gestellt worden ist, sich so verhalten konnten? Haben Sie Beispiele dafür? Tja, Beispiele sind zur Kommandantur zu gehen, mit dem Gedanken, ich habe da einen einfacheren Dienst, ich habe den schweren Wachtdienst nicht und so sind viele aus der Kompanie, die ich da hatte als Rechnungsführer, ausgeschieden und sind zur Kommandantur. Ja, Herr Zeuge, diese SS-Leute, die dorthin kommandiert worden sind, sind ja nun schließlich nicht dorthin kommandiert worden, damit sie nur auf dem Büro saßen und Rechnungsführer spielten, sondern die sind auch in erster Linie zu anderen Zwecken dorthin kommandiert worden. Und nun haben Sie gesagt, jemand, der das nicht mitmachen wollte, der konnte Mensch bleiben und brauchte das nicht zu tun. Und das möchte ich nun gern näher wissen. Wieso wissen Sie das und was konnte er tun, um davor bewahrt zu bleiben? Und wie hat sich das ausgewirkt? Können Sie uns Fälle mitteilen, wo das so gewesen ist? Ein Beispiel in der Kompanie war ein gewisser Martin, der war Fischereimeister, kam dann zu den Fischereien draußen und den besuchte ich mal außerhalb der Dienstzeit und der hatte Häftlinge draußen als Kommando und die wurden von ihm gut behandelt. Ja, nun gab es ja auch Aufgaben, die eben diese Möglichkeit nicht zuließen. Also ich will mal sagen, es ist einer beauftragt worden, Häftlinge in die Gaskammern zu fahren. Konnte er das abbiegen, wenn er nicht die Möglichkeit hatte, Rechnungsführer zu werden? Ja, da kann ich nicht so sagen, weil das nicht an mich herangetreten ist, aber ich vermute, dass das sein konnte. Und warum vermuten Sie das? Woraus schließen Sie das? Tja, ich schließe das heraus. Es kommt da auf den Charakter des Einzelnen an. Und dass er das ablehnt. Also das Sie meinen, es wäre möglich gewesen, sich zu melden, meinetwegen beim Kompaniechef oder bei den Kommandanten, und zu sagen, ich lehne das ab und ich tue das nicht. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass das möglich gewesen wäre.
Und glauben Sie nicht, dass man ihm vielleicht eine Befehlsverweigerung vorgeworfen hätte? Möglicherweise, und dann wäre vielleicht, ich weiß von einem Scharführer, so wurde jedenfalls erzählt, der hat Häftlingen mal irgendwie Wurst aus der Fleischerei zugeschoben, und der soll, wie gesagt, wurde nach Matzkau gekommen sein zur Strafkompanie. Es wäre die Möglichkeit gewesen, dass der Betreffende eben in eine Strafkompanie gekommen wäre. Ja, und wenn er direkt den Befehl verweigert hätte? Ja, ihm wäre meines Erachtens zwar nichts passiert. Er wäre bestimmt nicht irgendwie erschossen worden. Ja, das ist also eine Meinung Ihrerseits, für die Sie uns aber irgendwelche Anhaltspunkte nicht geben können. Kann ich Ihnen nicht geben. Und Sie wollten wegkommen und haben sich weggemeldet? Nach Buchenwald. Und das ist Ihnen auch geglückt? Ja, aber nach mehrmaligen Versuchen, nach mehrmaligen Eingaben. Ja. Hat man Ihnen irgendetwas gesagt, dass Sie die Eingaben in Zukunft unterlassen sollten? Ja, also es ist so gewesen, man hat es nicht gern gesehen. Ja, aber sonst hat man Ihnen nichts gesagt? Nein. Man hat es abgelehnt? Man hat es zuerst abgelehnt. Ja. Es sind auch Versuche gemacht worden, Anfang der Zeit Auschwitz durch meine Firma mich frei zu bekommen. Das ist auch von dem damaligen Lagerkommandanten abgelehnt worden. Auch eine Versetzung zur SS-Gebirgsdivision Nord. Kennen Sie von den Angeklagten irgendwelche Personen, zum Beispiel den Angeklagten Mulka? Er ist mir nur einmal begegnet und daher kenne ich ihn. Was war er damals? Er war damals entweder Ober- oder Hauptsturmführer. Und in welcher Eigenschaft? Ich habe nicht entsprechend seinen Wünschen gegrüßt. Ich musste dann 10 Meter zurück und nochmals den deutschen Gruß erwidern. Und sonst habe ich ihn nicht mehr gesehen. Sonst haben Sie nicht mehr gesehen. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Wissen Sie, was er für eine Funktion hatte? Nein. Ich habe es aus der Presse gelesen, aber das war mir damals nicht bekannt. Vielleicht zu der Zeit, als ich nicht mehr dort war. Herr Rechtsanwalt Dr. Eggert, Sie haben diesen Zeugen benannt. Herr Staatsmann. Herr Zeuge, ist Ihnen bekannt, wie der Herr Martin, der dann in dieses Fischereikommando gekommen ist, wie der mit Vornamen hieß und wo er her war und möglicherweise, wo er heute ist? Ja, da muss ich mir noch mal in der Zeit die Sache überlegen. Ich weiß den Vornamen Augenblick nicht. Sie wissen den Vornamen? Nein, ich weiß auch nicht, wo er her war. Haben das Sie nach dem Krieg mit ihm Kontakt nein, gehabt? Nein. Dankeschön. Herr Rechtsanwalt Ormond. Ja, bitteschön, Herr Rechtsanwalt Ormond. Ja, danke sehr. Zwei Fragen, Herr Zeuge. Sie haben vorhin von den Exekutionen erzählt oder einer Exekution, der Sie mal beigewohnt haben. Erinnern Sie sich an einen dieser in Uniform befindlichen Leute, die exekutiert worden sind? Die exekutiert jetzt meinen worden Sie sind? Die, nicht. Die Opfer der Exekution? Ja. Nein, ich weiß nur, dass es Polen waren in zerschlissener Uniform, die teils, einer war dabei, der ging auf Krücken. Ja, das wollte ich Sie fragen. Es waren vielleicht 6 oder 7. Sie haben vorhin gesagt, das seien Partisanen gewesen. Es Sie sagen geheißen, jetzt, es wurde einer erzählt. Ging an Krücken, der war Bein amputiert. Ja, es wurde erzählt, es seien Partisanen. Eine andere Frage, ganz kurz, Herr Zeuge, wollen Sie kurz schildern, wie Sie zu Ihrem Kriegsverdienstkreuz gekommen sind? Ja, das ist folgendermaßen gewesen. Eines Tages erschien auf der Schreibstube ein höherer Offizier des Führungshauptamtes und mein Kompaniechef hieß Meerbach, die beiden kannten sich und er sagte Folgendes, Hans, ich habe ein Kriegsverdienstkreuz zu vergeben. Wem geben wir das? Tja, dann haben sie überlegt und dann hat dieser Offizier eine Streichholzschachtel genommen, 2 Streichhölzer und wer das längste gezogen hatte, bekam das Kriegsverdienstkreuz. Das war nicht das meine. Ich bekam meins. Es wurden an die Konzentrationslager Kriegsverdienstkreuze vergeben und die Schreibstube bekam eins zugeteilt und wer nun da saß, bekam es. Da habe ich mein Kriegsverdienstkreuz bekommen. Gut, danke sehr. Sie sagten dann, dass Sie bei der Hundestaffel waren. War die in Birkenau untergebracht? Die war in Birkenau. Von Anfang an. Ja.
bedeutet Ihnen das irgendein Erinnerungsstück zu dieser Skizze von dem Lager Birkenau? Können Sie uns sagen, wo Sie untergebracht waren? Hier unten ist das ist der Eingang mit dem Turm, und durch den die Eisenbahn gefahren ist. Die Krematorien waren da oben. Ganz unten rechts in der Ecke. Ganz nein. Oben rechts in der Ecke, meinen Sie? Nein, das lag ganz rechts an der Landstraße hin nach Neuberon. Ich weiß nicht, ob ich das hier verfolgen kann. Aha. Konnten Sie denn die Krematorien? Nein, das muss da unten gewesen sein. Wo waren Sie denn untergebracht, dort? In der 7. Kompanie. Da lagen etwa 8 Baracken und die letzte nach unten hin. Konnten Sie von dort aus das Lager Birkenau sehen? Ja, aber ziemlich weit entfernt, den Stacheldraht. Ja. Haben Sie von dort auch die Krematorien gesehen? Von dort aus war es nicht zu sehen. Auch wohl nicht den Rauch der Krematorien? Nein, den konnten Sie nur sehen von der Landstraße, wenn Sie von Auschwitz nach Neuberon gingen. Etwa 2 Kilometer war der Wald Birkenau. Ja. Darüber ist Ihnen nie was zu Ohren gekommen, dass da auch Leute vergast worden sind? Ja, da ist mir nichts von bekannt. Es hat sich wohl rundgesprochen mit den Verbrennungen. Das wusste jeder, der dort wohnte, jeder Pole in Neuberon, weil das Tag und Nacht brannte. Und wenn es Regenwetter war, schlug der Rauch sich nieder und zog dann über Dörfer und Land. Ja. Und da munkelte man das, und da wusste jeder wusste das, wenn er auch nicht laut darüber sprach. Ja. Wie viele Hunde waren denn da? Ja, etwa 20. Und wie waren die untergebracht, in besonderen Hundeställen? Die hatten Boxen, und dann war zusätzlich von der SS ein Hauptwachtmeister angefordert worden als Hundeausbilder. Als Hundeausbilder, ja. Was wollen Sie dazu sagen, wenn ich Ihnen vorhalte, dass nach Bekundung verschiedener Zeugen diese Hundestaffel eingesetzt wurde bei der Begleitung der Juden zu den Gaskammern? Da ist mir persönlich nichts von bekannt. Es ist mir wohl bekannt, dass bei Außenkommandos, insbesondere wo Frauen auf den Feldern waren, die Hundeführer mit den Hunden draußen waren. Herr Richter-Matrabe, bitte schön. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin wörtlich, Sonderaktionen gingen nicht von der Kompanie, sondern von der Kommandantur aus. Würden Sie bitte etwas genauer erklären, wie Sie das verstehen? Ja, mir ist nicht bekannt, dass ein Befehl kam an die Kompanie. Ich war ja nun kein Schreiber, aber was mir so geläufig ist, dass es geheißen hat, hier, es sind durch Sie Sonderaktionen auszuführen. Ich habe da ja nichts mit zu tun. Das habe ich eben nicht recht verstanden. Irgendein Befehl kam, Sie müssen Männer abstellen, angenommen an den Stabsscharführer, für eine Sonderaktion. Männer abstellen an den Stabsscharführer für eine Sonderaktion? Ja, dass die Meldung an den Stabsscharführer kam, die Männer abzustellen. Ach, für eine Sonderaktion. Ach, so. Ja. Aha, und dieser Befehl kam von der Kommandantur an den Stabsscharführer. Und der hat dann die Leute abgestellt, ja? Ja, das weiß ich noch nicht. Nee, das so hatte ich, Entschuldigung, da habe ich falsch. Ja. Bitte schön. Von wem kam die Meldung? Oder ja, wir haben keine bekommen. Ich habe gesagt, wenn der gekommen wäre, dann geht der an den Stabschauffeur bzw. den Kompaniechef, und der muss die Leute abstellen. Ach so, das ist alles hypothetische Annahme von Ihnen. Ja. Sie selbst haben keinen solchen Befehl gesehen? Nein. Wissen auch nichts davon? Nein, ich habe meinen Bereich gehabt, ich hatte meine Stube und habe da meine Arbeiten gemacht. Ja, wie kommen Sie dann zu der Aussage, dass solche Sonderaktionen von der Kommandantur ausgingen? Ja, Sonderaktionen sind ja gewesen. Und wenn die nicht aus den Kompanien kamen, müssen sie ja irgendwoher veranlasst worden sein. Ah, danke schön. Bitte sehr. Herr Rechtsanwalt Dr. Müller. Können Sie etwas über den Dienstgrad dieses vorhin erwähnten Martin sagen? Herr Martin war späterhin Unterscharführer. Unterscharführer? Ja. In welchem Alter etwa? Heute 56, schätze ich. Sind von Seiten der Angeklagten Fragen? Claire. Herr Zeuge, ich hätte mal eine Frage. Sie, mit welcher Begründung stützen Sie darauf, dass sich jeder wegmelden konnte vom Lager? Wie, was war das nochmal? Mit welcher Begründung? Und welcher Begründung der Zeuge sich darauf stützen tut, dass man sich wegmelden konnte vom Lager? Dass man sich ja wegmelden konnte. So. Ja, ich habe eben gesagt, rein aus meinen eigenen Gefühlen heraus und aus der
das Gefühl der Menschlichkeit, das lag am Charakter des Einzelnen. Ob das mögliche Wesen wäre, weiß ich nicht, aber ich schätze, dass es mögliche Wesen wäre. Zumindest an einen Posten, zu einem Posten, wo ich weiß, hier musst du etwas tun, was mir nicht liegt. Herr Zeuge, Sie waren von 40 bis 44 in Auschwitz. Jawohl. Und Sie haben scheinbar nichts gesehen und nichts gehört und nichts gemacht. Ja, gesehen habe, bitte sehr. Sie haben ja natürlich einen trockenen Posten gehabt als Rechnungsführer, dann konnte für ihn der Krieg noch 50 Jahre dauern. Ja, ich Moment, Herr Klär, was sind das für komische Vorhalte? Herr Klär, Sie können den Zeugen etwas fragen, aber nicht derartige ungehörige Fragen. Nicht? Das geht ja nun nicht. Darf ich da Herrn Klär darauf antworten? Bitte schön. Herr Klär, ich habe ja versucht, wegzukommen. Erstens mal hat es meine Firma versucht, es wurde abgelehnt. Und zum anderen kam eine Versetzung zur Gebirgsdivision Nord. Dann brach Fleckfieber aus. Dann war eine Lagersperre und die lief über Monate. Der Herr Höss ließ ja keinen raus, den er einmal hatte. Ja, eben drum. Deshalb wollte ich Sie ja fragen, wie Sie sich darauf stützen können, begründen können, dass sich die Leute wegmelden konnten aus dem Lager. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt von einem Posten, der etwas von mir verlangte, was sich mit meinem Gewissen nicht vereinbarte. Das ist, sind Sie gar nicht durchgekommen mit dieser Anschauung. Bitte sehr. Naja, also der Zeuge, der Angeklagte Klär meint, mit einer solchen Meinung hätte man damals praktisch nicht durchkommen können. Es ist möglich, ich sage ja, nur von meinem Gedanken heraus sage ich, dass es möglich gewesen wäre. Es hat doch in der Zeitung. Möchte sonst einer der Angeklagten noch das Wort haben? Werden zur Beweisung antreten? Hat Ihnen Herr Martin einmal erzählt, dass der Adjutant Mulka 3 bis 5 Mal Fische bekommen hat aus dem Teich? Ja, zu der Zeit hat Herr Martin mir nichts erzählt. Das liegt auch schon zu der Zeit zurück, 2 oder 3 Jahre vor, das war 1942, nicht wo ich dahin fuhr. Nein. Fische wurden übrigens verkauft an die SS-Angehörigen, die in Urlaub fuhren. Dann konnte man die im Laden kaufen. Wo kaufen? Im Laden, im Lager. Da war ein Laden, ein Verkaufsgeschäft. Hm, Werden zur Beeidigung Anträge gestellt? Nein? Ja, der Zeuge ist zur Beeidigung. Ja? Können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Jawohl. Dass Sie auch nichts verschwiegen haben?